WAG ist ein Quintett aus Tirol und Wien. Die fünf Burschen haben vor allem in Berlin eine große Fangemeinde. Nach ihrem Debütalbum In the Meantime arbeiten sie gerade in ihrem zweiten Album. Das soll im Frühjahr 2018 erscheinen. Wir waren mit WAG Pizza und Pasta kochen in ihrer Lieblingspizzeria und haben sie zu den Albumtipps des Monats befragt. Die erste Single finde ich eigentlich sehr cool. Hat so ein bisschen einen Schlager-Touch, so ABBA-mäßig. Finde ich aber sehr mutig und sehr toll. Sind irgendwie nicht daher, auf der Nudelsuppe dahergeschwommen, musikalisch. So ist es ja nicht. Ich würde es durchaus empfehlen, mir taugt es sehr. Ich war gerade auf Sardinien und habe es durchgehend gehört. Das ist sehr cool. Man kann sich schon wieder mal darauf einlassen, dass eine fröhliche Melodie auch fröhlich auf die Wölkchen kann. Muss ja nicht alles immer kacke sein. Entschuldigung. Auch nur mal. Oh Gott, jetzt bin ich so nervös. Bitte. Waxahachie ist eine Band aus Philadelphia, rund um Katie Crutchfield. Die schupft das mehr oder weniger alleine. Macht das ganz gut. Es ist auf jeden Fall gute Musik, sehr verträumt. Es ist jetzt keine philosophische Masterarbeit, die da daherkommt, aber muss ja nicht immer so sein. Kann ja auch einfach angenehm zum Zuhören sein. Hallo! Endlich kommt das Debütalbum von Wandel. Sehr experimentell mit verschiedenen Vocal Lines, guten Basslinien. Ich würde es als sentimentalen Turn-up beschreiben. Also Heim ist auf jeden Fall die richtige Band für alle pop-affinen jungen Menschen da draußen. Glaube ich, echt ein Erlebnis ist live, weil sie die Instrumente einfach unfassbar gut beherrschen, ohne dass es streberhaft peinlich wäre, sondern es ist wirklich gut. Es ist handgemacht, es funktioniert auf Festivals, es funktioniert live, es sind einfach ziemlich großartige Frauen. Schwestern.